Heute möchte ich mal wieder eine Muskatmühle drechseln, aber habe keine Lust auf eine runde Form. Zuvor aber muss ich mich für helles oder dunkles Holz entscheiden. Ich nehme mal Walnussholz. Jetzt noch das Mühlenset mit Achse, Mitnehmer, Kurbel, Mahlscheibe und Kleinmaterial, die entsprechenden Bohrer, das Holz in der benötigten Mindeststärke von ca. 45 mm und eine Muskatnuss, um die Mühle im Anschluss auf Funktion testen zu können. Zum Mühlenset gehört auch eine Anleitung mit allen Maßen, aber die war mir zu unübersichtlich und darum habe ich mir eine eigene Zeichnung für die benutzte Achslänge angefertigt. Da ich mir zum jetzigen Zeitpunkt über die endgültige Form der Mühle noch nicht ganz im Klaren bin, schneide ich mir das Holz erst einmal mit Übermaß zu. Der spätere Sitz der Kurbel richtet sich nach der Einbauposition der Mahlscheibe auf der Unterseite. Dabei muss ich auf noch genügend Material am Mühlenrand achten. Das Maß übertrage ich nun auf die Unterseite der Mühle und kontrolliere die angedachte Position der Mahlscheibe. Um eine schlankere Form des Mühlenkörpers zu erreichen, werde ich mit der Kappsäge noch etwas Material abschneiden. Die Seiten der Mühle schleife ich vorerst nur grob mit dem Tellerschleifer. Für die Bohrung spanne ich das Material auf meine Drechselbank und benutze dazu zwei lange Spannbacken. Besteht zwischen Oberseite und Mühlenkörper ein rechter Winkel, sollte auch das Werkstück nun parallel zur Bohrachse eingespannt sein. Die Überprüfung mit Hilfe eines Lineals sollte trotzdem erfolgen. Mit den entsprechenden Bohrern werden jetzt nach und nach alle erforderlichen Bohrungen durchgeführt. Die Umdrehungszahl der Drechselbank habe ich auf ca. 220 Umdrehungen eingestellt. Die Genauigkeit der Bohrung ist für die spätere Funktion der Mühle, besonders der Leichtgängigkeit der Achse, hier besonders wichtig. Zur Kontrolle setze ich das Mahlwerk in den Mühlenkörper, um die Funktion, aber auch die Position von Mitnehmer und Mahlscheibe zu überprüfen. Beide dürfen sich in der untersten Position der Achse nicht berühren, aber auch so wenig wie möglich Abstand voneinander aufweisen. Nach dem Einstellen des Abstands wird mit der Kontermutter die Position des Mitnehmers auf der Achse arretiert. Als nächstes markiere ich mir die Position der Bohrung für die Einfüllöffnung an. Dies sollte mittig zur Achse erfolgen, da es sonst im Bereich der beiden größeren Bohrungen zu einem unschönen Versatz kommen kann. Nach dem Schleifen der Bohrung und der Mühle wird das Finish aufgebracht. Ich benutze hierfür ein kombiniertes Wachsöl. Wichtig ist jetzt, dass die Befestigungslöcher der Mahlscheibe versetzt zur Einfüllöffnung vorgebohrt werden, denn sonst kann ich mir anschließend einen Teil der Schraube in der Einfüllöffnung anschauen. Auch beim Vorbohren muss ich auf die Tiefe achten. Beim endgültigen Zusammenbau ist besonders auf die Montage der M5-Unterlagscheibe zu achten. Diese befindet sich dann zwischen Feder und oberem Mühlenkörper. Bevor die Mühle jetzt getestet wird, sage ich schon mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.